Bei mir im Studio ist der CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Ganz herzlich willkommen. Schönen Tag. Natürlich reden wir gleich auch über die Heizungsdebatte, weil das eins der Themen ist, das natürlich auch die Menschen in diesem Land, aber eben auch die CDU angeht. Aber inhaltliche Schwachstellen hat die CDU, das haben Sie selber zugegeben. Und deshalb gibt es am Samstag den Anstoß, sage ich mal, für ein neues Grundsatzprogramm. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, welche Schwachstellen machen Sie denn da unter anderem aus in der CDU? Naja, zunächst, wir haben den Grundsatzprogrammprozess ja schon im Februar letzten Jahres begonnen. Wir haben in den 10 Fachkommissionen über 180 Sitzungen gehabt, mit unseren Mitgliedern beraten. Die wichtigsten Punkte von Familienpolitik über innere Sicherheit bis hin zur Wirtschaftspolitik definiert. Und es gibt einige Leerstellen. Sie haben darüber gesprochen. Bei der letzten Bundestagswahl haben uns auch viele deswegen nicht mehr gewählt, weil sie nicht mehr wussten, wofür steht die CDU. Und eine der inhaltlichen Leerstellen ist natürlich die Frage, wie wollen wir Kindern eine bessere Teilhabe in unserem Land geben? Wie möchten wir dafür sorgen, dass jeder in unserem Land die Möglichkeit hat, am Aufstiegsversprechen teilzunehmen? Wir sehen immer noch, dass viele Kinder und Jugendliche nicht die Chancen haben, die Bildungsangebote, die Angebote, die die Universitäten haben, auch wirklich anzunehmen, dass die Herkunft noch so wichtig ist. Und das wollen wir ändern. Das ist eines der Themen. Wir haben aber in diesem Grundsatzprogrammprozess eben auch viele andere. Aber das ist eins, was auch jetzt bei unserem Bundesausschuss an diesem Freitag eine Rolle spielt. Aber natürlich widmen sich dann eben allen brennenden Themen. Eines ist eben die Heizungswende oder dieses Heizungsgesetz. Extrem viele Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert. Das merken Sie, das merken wir. In Erding gab es eine große Demonstration. Warum kann aber die CDU davon nicht so richtig profitieren und das dann nicht eben auch in Stimmen ummünzen oder auch diese Stimmung aufnehmen, die ja nun mal da ist? Ich glaube, die Frage ist etwas zu kurz gesprungen, weil wir zunächst ja stärkste politische Kraft seit Wochen und Monaten sind, mit 30 Prozentpunkten, 10 Prozentpunkten vor den Sozialdemokraten. Es ist ja nicht so, dass wir nicht das Vertrauen der Mehrheit der Menschen im Land haben. Wir sind stärkste Kraft und das nach relativ kurzer Zeit, nach dem schweren Wahlverlust, den wir bei der letzten Bundestagswahl haben. Aber Sie haben vollkommen recht. Es gibt viele Menschen, die sind hoch unzufrieden mit dieser Regierung. Es ist die schlechteste Bundesregierung, die wir seit Langem in diesem Land hatten. Und die Menschen haben aber noch nicht alle den Glauben darin, dass wir es besser und anders machen werden, obwohl unsere Konzepte auf dem Tisch liegen. Wir sagen, wir wollen zunächst eine richtige Wärmeplanung, eine kommunale Wärmeplanung, ein Thema, auf das jetzt die Regierung auch eingeht. Wir möchten, dass öffentliche Gebäude mit berücksichtigt werden, wenn man die Frage des Klimaschutzes lösen will, und dass wir auf alles schauen. Schauen Sie, Robert Habecks Gesetz sieht vor, dass man am Ende seines Gesetzes im Jahr 2030 10 Millionen Tonnen CO2 einspart. Allein das eine Jahr frühere Abschalten der 3 Kernkraftwerke kostet 15 Millionen Tonnen CO2. Wir haben so viel Steinkohle und Braunkohle wie noch nie, die derzeitig gefördert wird. Und damit machen wir eben auch deutlich, wir haben den politischen Gegenentwurf. Wir wollen nicht Ideologie, sondern wir wollen Vernunft, Technologie, Offenheit und auch alle Sektoren in Gänze betrachten. Was Sie jetzt eben wieder gemacht haben, ist die Regierung kritisieren. Ja, das ist durchgekommen. Manche Bürgerinnen und Bürger haben aber den Eindruck, da kommt zu wenig an eigenen Ideen. Und sie sagen, Vertrauen ist wichtig, Glaubwürdigkeit. Aber dann müssten sie sich auch aktiv mit der AfD auseinandersetzen. Aber das wird in der CDU eher vermieden, ignorieren statt auseinandersetzen. Das ist doch der falsche Umgang mit einer Partei, die im Osten teilweise an der absoluten Mehrheit kratzt in einigen Wahlen. Wer als Oppositionspartei, aber insgesamt als die letzte große verbliebene Volkspartei in Deutschland, müssen uns mit den Sorgen und Nöten der Menschen auseinandersetzen. Genau. Und die Sorgen und Nöte der Menschen heißt, dass sie Angst haben vor diesem Klimagesetz, das derzeitig umgesetzt werden soll, weil sie merken, das hat eigentlich mit Klimaschutz nichts zu tun, sondern da möchte jemand in meinen Heizungskeller hineinregieren und eine Technologie vorgeben. Wir machen uns Gedanken über die gestiegene Inflation und auch die Frage der starken Migration in unser Land, die Kommunen enorm überfordert, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben dazu die entsprechenden Konzepte auf den Tisch gelegt. Sie sind auf unserer Seite, wenn ich an dieser Stelle das nochmal deutlich mache, auf cdu.de auch nachlesbar. Aber das Vertrauen ist nicht grundsätzlich da. Manche sagen, naja, ihr habt in der Vergangenheit vielleicht dieses Thema ja auch nicht so hinreichend gelöst. Da ist auch etwas dran. Natürlich sind nicht alle Herausforderungen gelöst worden, aber schauen Sie auf die wirtschaftliche Lage im Land. In unserer Verantwortungszeit hatten wir die längste Phase des Wirtschaftswachstums, die die Bundesrepublik gesehen hat, über 10 Jahre. Und jetzt sind wir in der Rezession. Dass das nicht sein muss, sieht man an Italien und Spanien, die positive Wirtschaftszahlen haben. Ein weiteres Thema, wo Sie sicherlich auch gefordert sind, sind die Klimakleber. Und da hat sich Robert Habeck jetzt gestern Abend geäußert. Ist ganz interessant. Er nämlich hat das harte Vorgehen der Polizei gegen die sogenannte letzte Generation scharf kritisiert. Wir hören uns den Ton, ist sehr kurz, zusammen an. Und dann bin ich gespannt auf Ihre Reaktion.
die Kriminalisierung, wie Sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, das ist natürlich völlig absurd. Es ist ja nicht eine Gründung einer terroristischen Vereinigung. Also das finde ich auch nicht richtig. Ich finde aber auch, die, wenn wir darüber reden, die Proteste der letzten Generation nicht richtig. Und da, ich habe die Formulierung extra nochmal rausgeschrieben. Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein. Das ist natürlich völlig absurd, sagt der Minister da. Das war eine Anordnung von der Staatsanwaltschaft, dass man eben so vorzugehen hat. Was sagen Sie zur Formulierung des Ministers? Ich halte es für völlig inakzeptabel, dass dass ein Minister anfängt, das Verhalten von Staatsanwaltschaft und Polizei in irgendeiner Form zu bewerten. Wir haben Gewaltenteilung im Land und nicht die Grünen entscheiden, wann ein Polizeieinsatz richtig oder falsch ist, sondern es entscheidet die Polizei, das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Und ich finde es völlig inakzeptabel, dass ein Minister aus der Exekutive sich anmaßt, über Maßnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu reden. Das ist keine grüne Bananenrepublik, in der die Grünen über alles entscheiden und sagen, was richtig oder falsch ist, dieses Urteil jener Polizeieinsatz, sondern das sind unabhängige Verfassungsbereiche, die agieren. Und ich finde, es ist nicht in Ordnung, dass er eine solche Formulierung gefunden hat. Sie sind Generalsekretär der Oppositionspartei, der CDU. Gehen wir zu lasch um mit den Klimaklebern oder wie sehen Sie das? Die Klimakleber sind zumeist Menschen, die sich kriminell verhalten, weil sie zum Beispiel Einsatzkräfte behindern. In Berlin 100-fach geschehen, dass Polizei, Einsatzkräfte, dass Sicherheitskräfte aus Rettungswagen nicht durchgekommen sind. Sie behindern Menschen dabei, ihrer normalen Beschäftigung nachzugehen. Und wir haben alle Möglichkeiten des Protestes, der Versammlungsfreiheit, der Möglichkeit der freien Sprache, die Dinge zu äußern, aber eben nicht in den Straßenverkehr gefährlich einzugreifen oder Dinge zu zerstören, wie das überall im Land momentan passiert. Ich finde, hier muss mit harter Hand vorgegangen werden seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Aber es ziemt sich nicht, dass die Politik der Polizei und der Staatsanwaltschaft Vorschläge macht, wie sie das zu machen hat, sondern sie wird das in ihrer eigenen Form tun. Und man merkt ja deutlich, dass Sondereinheiten gebildet wurden, um da vorzugehen. Und es zeigt eben auch, dass da eine starke Radikalisierung dieser Bewegung vorhanden sind. Es sind auch keine Aktivisten, sondern es sind Kriminelle. Mario Czaja, ganz herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag bei uns im Studio. Gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.